Guten Abend, meine Damen und Herren. Für Sie alle begrüße ich hier im Studio Teresa Berganza. Teresa Berganza, sie ist die Inkarnation einer spanischen Sängerin vom Scheitel bis zur Sohle. Wir freuen uns, dass Sie bei Da Capo sind. Sie ist in Madrid geboren, ging dort zum Konservatorium und hat zuerst Orgel studiert und Klavier. Denn, Sie werden es nicht glauben, sie wollte Klosterschwester werden. Aber es war nur ganz kurz. Denn dann hat sie schon der Gesang gefangen, in Beschlag gelegt. Und dann hat sie einen Wettbewerb mitgemacht, hat den gewonnen, den ersten Preis gewonnen. Und dann hat sie gleich einen Debüt gehabt als Liedersängerin. Wo war das, gnädige Frau? Das Debüt als Liedersängerin. Mein Debüt fand in Madrid statt, im Ateneum. Ich war noch sehr jung, ich war noch im Konservatorium, ich war noch Studentin. Und ich weiß eigentlich nicht warum, vielleicht weil ich sehr viel Musik bereits studiert hatte, habe ich mich für ein Programm entschlossen, was sehr schwierig ist für eine 20-jährige Spanierin. Eine der Teile war aus dem Zyklus Frauenliebe und Leben von Schumann. Ein ja. Schöner Beginn. Was war Ihre Lehrerin, Frau Berganza? Meine Lehrerin war Lola Rodriguez de Aragon, meine Gesangslehrerin. Und sie war Schülerin von wem? Ja, sie war die Schülerin einer Elisabeth Schumann, einer anderen großen Sängerin. Nicht unbekannt uns. Und dann das Debüt als Opernsängerin, wo Sie zum ersten Mal auf einer Bühne eine Oper gesungen haben. Wo war das und was war das? Also mein Operndebüt fand statt anlässlich des Festivals in Aix-en-Provence. Ich sang Dorabella von Così fan tutte von Mozart 1957, vor vielen Jahren. Und dann haben Sie immer wieder in Aix-en-Provence gesungen. Und Sie haben einmal diesen schönen Satz gesagt, in Aix ist die ganze Stadt Musik, man muss sie zum Klingen bringen. Und Sie haben sie oft zum Klingen gebracht. Ja, das trifft zu. Es ist eine Stadt, ja, ich weiß nicht, ob sie weiterhin singt, aber alles sang, die Brunnen, die Leute, die jungen Leute, ja, wirklich alles sang. Und dann begann eine Karriere fast nicht zu beschreiben, in Glyndebourne einen Triumph, dann in Wien, dann immer gefeiert als Cherubino und Angelina, an der Scala, in Wien, in Covent Garden, in Paris, in Dallas, in Neapel, in Zürich, mein Gott nochmal, in Chicago, in Buenos Aires. Und dann 1967 wurden Sie Mitglied der Metropolitan Opera in New York und Ihr Debüt war Cherubino. Und das war die Rolle Ihres Lebens und wir möchten die gleich jetzt einmal hören. Ein Ausschnitt, Michael Gielen dirigiert, Cherubini, Figaro, Orchestre de la Société de Concert du Conservatoire, Regie Maurice Sarrazin. Cherubino, bitte. Non so più cosa son, cosa faccio, ogni porfana son, ogni viaggio, ogni donna son giorno di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Sono il nome d'amor benedetto, e se turba mi salta il tempo, e a parlare mi esorta l'amore. Thank you.
bonito. Ja, danke schön. Frau, Sie singen natürlich in allen Sprachen der Welt, aber Sie haben gebeten heute, dass wir unser Gespräch in Spanisch führen. Und darum haben wir Frau Marina Schneider gebeten, uns zu helfen. Sie wird simultan übersetzen, was Sie sagen und was ich sage. Ja, und ich werde Sie jetzt kurz unterbrechen, lieber Professor, denn ich möchte so gerne die Gelegenheit wahrnehmen. Ich bin wirklich frustriert, dass ich das Interview nicht in Deutsch abhalten kann. Ich singe Deutsch zwar, aber ich kann nicht sprechen. Wir sind geehrt, dass Sie bei uns sind und die Frau Schneider übersetzt so genial, dass es egal ist, ob Sie Deutsch sprechen oder Spanisch. Und wir hören auch gern Spanisch. Das ist eine so kantable Sprache. Das ist herrlich. Und dann haben Sie in Salzburg gesungen und in Wien und in Edinburgh einen Triumph als Carmen gehabt. In Hamburg haben Sie auch gesungen, ja, 80 war das. Auch, ja. Aber dann in Sevilla bei der Weltausstellung im Konzert des Jahrhunderts sind Sie aufgetreten. Stimmt es? Und in Barcelona bei der Olympiade. In Südafrika, in Polen, wo haben Sie nicht gesungen? Naja, was könnte ich anführen? In Russland? Russland? Auch nicht in Indien? Das kommt dann noch. Ja. Ja, vielleicht. Ja, schön, ja. Aber eins, Sie haben sich immer Ihre Zeit eingeteilt, sehr klug. Sie haben nicht einen Tag da und den nächsten Tag da, Sie waren immer eine kluge Einteilerin. Ich sage das auch den vielen jungen Sängerinnen und Sängern, die hier zuhören. Ja, das trifft zu. Ich glaube, wenn ich weiterhin singe, dann ist das darauf zurückzuführen, dass es mir gelungen ist, die Zeit zu nehmen zum Leben, nicht nur zum Singen und zum Lernen, denn ich bin ja nicht nur Sängerin, sondern ich habe auch ein Leben als Mutter, als Frau gehabt. Richtig, aber Ihr Leben war eine Sängerin, ist eine Sängerin auch. Es ist nicht zu trennen bei Ihnen. Ein Kritiker, Ivan Nagel, hat einmal in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, je schwieriger die technischen Aufgaben, desto ruhiger, sanfter und voller ist ihr Ton. Keine Sutherland bringt schnellere, genauere 32stel Vokalisen zustande. Aus ihrem Mund fallen Perlenschnüre. Ist das nicht herrlich gesagt? Perlenschnüre fallen aus ihrem Mund. Aber wie ist das? Wie lernen Sie Ihre Rollen? Aus der Partitur, aus dem Klavierauszug oder hören Sie Kolleginnen auf CDs an? Wie lernen Sie Ihre Rollen? Nein, ich habe nie andere angehört. Ich wollte niemals jemanden nachahmen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Stil wirklich ein sehr persönlicher Stil, der Stil der Berganza geworden ist. Ich glaube, da ist kein Geheimnis dahinter. Das Geheimnis besteht darin, die Musik wirklich inwendig zu kennen, sie zu respektieren, zu achten, sie so getreu wie nur möglich auszulegen, wie dies auch die Komponisten machten. Ich glaube natürlich, dass es eine große Hilfe war, dass ich eine Klavierausbildung habe. Und das, was Sie jetzt eben gerade über die Perlenschnur gesagt haben, ich glaube, was diese Rossini-Eien anbelangt, da habe ich diese Perlen ja wirklich absolviert. Ich habe gesungen den Text, aber es waren, wie gesagt, wie eine Folge von Noten. Es fehlte keine einzige. Es war wie Perlen. Halb böse hat einmal ein Kritiker gesagt, das ist die größte Sängerin mit dem kleinsten Repertoire. Stimmt das? Na, das kann durchaus zutreffen. Ich bin auch keineswegs beleidigt über diese Aussage, denn vor allem war ich bemüht, das Repertoire zusammenzustellen, was meiner Stimme gerecht wird. Ich habe mich nie forciert, ich habe immer meine Pausen genommen, den Zeitraum, den ich benötigte. Und deshalb trifft es durchaus zu. Ich habe ein relativ kleines Repertoire im Vergleich zu vielen Kollegen, die von 100, 200, 300 Rollen, Partituren sprechen. Ja, ich habe wenige im Repertoire, aber was ich singe, das singe ich, glaube ich, gut. Sie haben Ihr Repertoire, nicht wahr? Ja, genau, das ist es. Es ist mein ureigenstes, klein oder groß, aber es ist auf jeden Fall meines. Sie probieren ganz früh am Morgen, ob die Stimme sitzt und dann sind Sie überzeugt, dann läuft der Tag. Vokalisieren Sie jetzt immer noch? Ja?
Immer noch morgen? Natürlich, das ist wie eine Besessenheit. Die Stimme ist eine Besessenheit. Das ist natürlich klar. In mein ganzes Leben habe ich die Überzeugung gehabt, dass ich, oder hatte ich die Angst, dass ich vielleicht irgendwann die Stimme nicht mehr haben würde, von einem Tag zum anderen. So dass auch heute, gestern, vorgestern, wo ich gesungen habe, stehe ich auf, sogar nachts, stehe ich auf, gehe ich ins Bad und versuche ich natürlich, dass ich niemanden störe. Entschuldigung, lass Sie mal hören, ja. Wie vokalisieren Sie denn? Machen Sie mal. Das ist nicht nur eine Vokalisierung, das ist eine Probe. Ja. Und wenn das stimmt, wenn die Note trifft, dann habe ich die Stimme und dann kann ich wieder ganz geruhig weiterschlafen. Und wenn sie nicht Attacca, wie das im Spanischen so schön heißt, dann ist das größte Drama des meines Lebens am ganzen Tag. Sie singen ja nicht nur technisch, Sie singen ja mit Ausdruck. Ihr Ausdruck ist Ihnen ja so wichtig. Darum würde ich so gerne fragen, Ihr Verhältnis zur Interpretation. Was interpretieren Sie? Vor allem, und das hat auch schon Mozart gesagt, das Wichtigste ist natürlich die Musik. Aber wenn die Musik mit Worten zum Ausdruck gebracht wird und ein Text vorhanden ist, dann kann man den Text natürlich nicht außer Acht lassen, nicht überspringen. Aber vor allem lese ich die Musik. Und dann tue ich natürlich den Text sofort nachziehen, wenn man so will. Und dann vor allem tue ich meine ganze Aufmerksamkeit der Interpretation widmen und die liegt im Text. Da ist das Drama, die Freude, die Liebe. Und dann bin ich bemüht, die Phrasierung vorzunehmen. Das heißt, ich versuche dann natürlich so nah wie möglich die Musik Wunderbar. Und den Text zusammenzubringen. Mir ist aufgefallen, Sie interessiert nicht so sehr der furiose Ausdruck und nicht die dramatische Geste von Verdi oder das Pathos der wagnerischen Gebärde. Sie sind eine, darf ich das sagen, eine Aquarellistin des Singens. Ja, das stimmt. Nur dann, wenn ich Aquarellen malen soll. Ich habe aber kein Verdi gesungen oder kein Wagner und ich konnte also nicht wütend sein. Ich konnte diesen Ausdruck nicht umsetzen. Aber zum Beispiel bei der Krönung der Poppea, dann kann ich durchaus wütend sein, wenn ich Monteverdi singe. Aber wie der Tat, wie gesagt, ich ziehe die Farben vor. Es ist praktisch die Farbigkeit meiner Stimmung, die ich ansetze. Ich habe einmal über Sie sprechen dürfen und da habe ich Sie genannt. Sie ist eine dezente Virtuosa. Ist das richtig? Würden Sie sich auch so bezeichnen? Eine dezente Virtuosa. Ja, eine Virtuose, ja, denn ich hatte auch Zeit, virtuos zu werden. Ich habe mein Leben an diesem Repertoire, welches als klein bezeichnet wird, gewidmet, den Vivaldis, den Scarlattis, Bach. Ich habe auch Monteverdi und Bach anfangs gesungen. Und um Rossini zu singen und Vivaldi zu singen, da muss man virtuos sein. Wir sprechen über Interpretation. Sie haben gesagt, in dem Augenblick, als ich spürte, dass Mozarts Musik sicher in meiner Kehle platziert war, da verfiel ich dieser Musik für mein Leben. Und das hat auch viel mit Interpretation zu tun, nicht verfallen zu sein. Zum Beispiel die Zerline. Was für eine Rolle ist das für Sie? Ist das eine Bauernmarkt oder was ist das, diese Zerlina? Ja, vor allem müsste ich vielleicht sagen, ich wäre gerne Schauspielerin gewesen oder geworden. Und daher war ich natürlich immer bemüht, eine Sängerin zu sein, die auch Schauspielerfähigkeiten umsetzt. Diese Rolle der Zerlina wurde mir angeboten, um den Film zu drehen mit Conosei. Und ich muss sagen, ich habe meine Freundin Mirella Freni angerufen, eine der wichtigsten Zerlina-Interpreten. Und ich habe sie gefragt, was glaubst du, werde ich in der Lage sein, sie zu singen? Ja, das kannst du, du bist in der Lage. Aber pass auf, denn selbst für mich ist es eine Caronina, das ist ein italienisches Wort, das heißt, es ist eine harte Nuss, die man
man knacken muss. Sehr schwierige Rolle. Auf jeden Fall ist es so, dass ich diese Person sozusagen aus meiner Reife heraus interpretiert habe. Aber nicht aus der Jungen, die 17 Jahre alt ist und keine Erfahrung hat. Man sieht so oft so als eine burleske Bauernmagd. Und Sie haben gesagt den Satz, nein, sie ist erfahren in der Liebe und das spürt jeder Mann gleich. Und das spüre ich auch in dem Ausschnitt, den wir jetzt zeigen werden, nämlich aus dem Lucy-Film, aus dem Don Giovanni-Film, hören wir mit dem Orchester der Pariser Oper, Lorin Marcel dirigiert, Gesamtleitung hatte Rolf Liebermann, gerade in diesen Tagen 88 Jahre alt geworden, hören wir die Arie der Zerlina. Nein. Spricht sie zu viel? Darf ich fragen, warum haben Sie die Violetta an der Scala abgelehnt? Das war doch ein herrliches Angebot, die Violetta zu singen. Warum haben Sie nicht gesungen? Das war ein Angebot, aber ich hatte nur 22 oder 23 Jahre. Und nachdem Sie mich in Rossini gehört haben mit hohen Tönen, dachten Sie, dass ich in der Lage wäre, Violetta zu singen. Aber ich bin überzeugt davon, wenn ich die Violetta angenommen hätte, dass ich das gern gemacht hätte. Aber dann würde ich heute nicht mehr singen, dann hätte ich die Stimme nicht mehr. Wir sind noch bei der Interpretation. Ich möchte von Ihnen, die Sie so großen Erfolg gehabt haben mit der Carmen, was ist die Carmen? Ist das eine Prostituierte? Ist das eine Hexe, die sie oft dargestellt? Wer ist die Carmen? Carmen ist eine Frau wie ich, eine Spanierin. Mehr noch, sie ist eine Zigeunerin. Die Zigeunerin, die spanische Zigeunerin, ist eine Frau, die sehr selbstständig ist, sehr introvertiert, könnte man sagen. Sie zeigt weder die Brust noch irgendwie, sie ist also nicht nach außen gewandt. Eine spanische Frau mit einem guten Blick kann einen Mann fürs ganze Leben. Sie macht nicht Liebe für Geld, sondern sie macht Liebe aus Liebe und aus Freude an der Liebe.
Ja, die Freude an der Liebe. Natürlich verführt sie Männer und ist begeistert. Natürlich als gute Zigeunerin, wenn sie natürlich auch dann noch Geld bekäme, um ihren Angehörigen zu helfen, dann würde sie es nicht annehmen. Mich hat so sehr imponiert, die Kartenszene. Die haben sie nicht geschrien, die haben sie leise gesungen. Schon als Vorahnung des Todes, das hat mir sehr imponiert. Die Kartenszene, die meistens so fulminant geschrien wird, das war besonders schön. Und es war eigentlich eine leichte Ballerina Carmen, die sie hingestellt haben und nicht so eine Hexe, nicht so ein Weib. Etwas hat mich sehr beeindruckt. Sie haben mal gesagt, ich versuche ein Cello zu imitieren. Es muss aus dem Innern des Körpers kommen. Das ist ein sehr schöner Satz. Das Cello ist ein Instrument, das sinnlichste Instrument aller Musikinstrumente, denn es wird ja umarmt, es steht zwischen den Beinen, die anderen Instrumente sind weiter entfernt vom Körper. Das ist also das, welches am nahesten zum menschlichen Körper ist und auch der Klang ist am nahesten zur Mezzosopran. Und deshalb versuche ich, die Stimme des Cellos zu hören und genauso zu singen. Ich versuche hier keine andere Stimme zu machen. Manchmal hatte ich das große Vergnügen und auch die große Genugtuung, wenn ich zum Beispiel mit guten Orchestern gesungen habe, dass der Dirigent den Violoncellisten gesagt haben, spielen Sie wie die Berganza. Und das ist vielleicht eine der größten Komplimente. Das ist schön. Und wir hören das, wie Sie die Carmen singen. Wir hören das im zweiten Teil der Abanera, Orchester der Pariser Oper, Pierre Dervaux, Regie Piero Fagioni, Carmen, bitte. Ich musste so lachen, als ich hörte, dass Sie gesagt haben, der Don José, das ist doch ein Idiot, dass der wegläuft, wenn die Trompete erklingt, der soll doch da bleiben. Hier haben wir nicht gehört, Placido war hier der Don José, aber das ist richtig. Placido ist für mich vielleicht der beste Don José, den ich je gehabt habe in all den Carmens, denn er ist ein kooperativer Kollege. Ich muss wissen, Ihr Verhältnis zum Wort in Oper und im Lied. Sie haben so viele Liederabende gegeben, 63 schon im Herkulessaal in München, immer wieder Lieder gesungen, spanische Lieder. Und Sie haben De Falla, Ravel, Mussorgsky, alles gesungen. Wie ist Ihr Verhältnis zum Text? Ist der Text wichtig für Sie?
Ja, der Text ist wirklich sehr wichtig. Ich singe ja in allen Sprachen, in all den Sprachen, die ich kann, und insbesondere in den Originaltext, das heißt also in dem Text, in der Sprache, in der der Komponist es gefunden hat, Mahler, Mussorgsky, Schubert in Deutsch, natürlich auch in Tschechisch, in allen Sprachen. Und nachdem ich sie natürlich nicht alle spreche, lerne ich natürlich viel, studiere ich die Aussprache. Die Aussprache ist ganz wichtig, damit das Publikum auch das Ganze verfolgen kann. Es ist aber auch wichtig zu wissen, was man sagt, was jedes Wort bedeutet. Denn nachdem ich die Sprache ja nicht verstehe, die Sprachen, die ich kenne, ist natürlich anders, aber es ist wie eine Art von Film, der hier auf der einen Seite anfängt und auf der anderen und unten heißt es, ja, er sagt, hör an, was ich gerade sage. Das ist also eine Art Übersetzung. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dem Wort Bedeutung beizumessen. Blasi, du hast gerade in meinem Theater einen großen Zazuela-Abend gegeben. Und Zazuela, das umfasst ja alle populären, die Tänze, die Rhythmen und die Romanzen Spaniens. Aber die Zazuela ist doch eine lokale Kunstform geblieben, oder? Ist sie jemals weltweit geworden? Haben Sie viel Zazuela gesungen? Nein, ich habe nie Zarzuelas auf der Bühne gesungen, denn ich glaube, dass man denen nicht die Bedeutung beigemessen hat, die gebührt. Die Zarzuela wird immer ein bisschen wie eine Operette betrachtet. Ich glaube doch, dass die Zarzuela internationale Bedeutung hat. Die Musik ist sehr interessant, aber sie muss sehr, sehr gut gemacht werden. Es muss einen guten Direktor geben und gute Sänger und auch gute Orchester. Und wir müssen ein schönes Lied von Ihnen hören. Wir hören das Wiegenlied von Xavier Montsalvatge, ein Lied, was mich immer besticht durch ihr metallisches Mezzotimbre und durch die perfekte Technik. Hören wir doch bitte das Wiegenlied von Montsalvatge. Wie wunderbar. Frau Berganza ist übrigens seit 200 Jahren die erste Frau, die in die Königliche Akademie der Schönen Künste in Madrid aufgenommen wurde. Kompliment. Gracias. Frau Berganza, Ihr Verhältnis zum Komponisten. Gibt es so etwas wie einen Lieblingskomponisten? Oder lieben Sie alle Komponisten, die Sie singen?
Yo creo que todos los que interpreto, alle, die, die ich singe, ja. Als Sängerin liebe ich sie alle. Aber was die Musik anbelangt, so gibt es so viele Komponisten, die ich mag. Wenn man mir jetzt sagen würde, sie würden in 2 Minuten sterben und sie müssen jetzt eine Musik hören, dann würde ich Mozart sagen. Dankeschön. Mir fällt auf, moderne Komponisten haben Sie nicht so gerne. Sie haben wenig gesungen. Von Poulenc haben Sie die La Voix Humaine gesungen, aber sonst finde ich wenig. Stimmt es, dass Sie gesagt haben sollen, die Musikgeschichte hört bei Stravinsky auf? Ja, das trifft zu. Bedauerlicherweise. Ich bin nicht vorbereitet, ich bin nicht ausgebildet, um die moderne Musik zu singen, auch wenn ich durchaus verstehe, dass es sehr interessante Dinge gibt und dass wir moderne Musik viel häufiger hören müssten. Aber ich habe nicht die Zeit. Ich muss andere Musik vorbereiten oder hören, die ich mehr in meinem Herzen trage. Schadet die moderne Musik der Stimme? Das weiß ich nicht, weil ich sie nie selber gesungen habe. Aber es gibt Dinge, die ich gehört habe, und ich glaube nicht, dass sie gut sind. Diese Sprünge, dass man also zunächst aus der Brust sehr tief singt und dann einen schrillen Ton, einen sehr hohen. Also ich kann es eigentlich nicht sagen, denn ich kenne sie nicht genügend. Aber ich glaube, es ist schwierig für einen Sänger. Wenn ich so schaue, mit welchen Dirigenten sie in der Welt gearbeitet haben, da wird einem ja schwindelig. Mit Abbado die Carmen, mit Rosbaud, mit Richard Bonein, mit Marcel Di Zerline, besonders mit Klemperer, mit Böhm, besonders gern mit Giolini. Warum so gerne mit Giolini? Ja, Giolini war vielleicht einer der ersten Dirigenten. Als ich noch sehr jung war, habe ich ihn kennengelernt. Er hat den Barbier von Sevilla dirigiert, bei dem ich gesungen habe, und dann auch Rossini und Mozart. Ja, er war immer sehr glücklich, eine junge Sängerin zur Verfügung zu haben und die das verstand, was er glaubte, unter Rossini zu verstehen. Ich habe viele Jahre mit ihm gearbeitet. Nicht ausgelassen sei Klemperer, sei Scholti und dem Allround-Musiker, wie Sie gesagt haben, Barenboim. Sie hatten mal einen Streit mit Karajan. Oder wie war das? Den haben Sie nicht geliebt, oder? Wie ist das richtig? Nein, Karajan habe ich sehr gern gehabt. Aber wir haben eine Beziehung, ja, wie soll man sagen? Es war nicht Liebe und Hass, sondern vielleicht Liebe und Ärgernis. Ich habe einen starken Charakter, das kann man wohl sagen. Und einmal sagte er mir, ich war nicht musikalisch genug und ich konnte eigentlich nur erwidern, Maestro, sagen Sie mir, was immer Sie wollen, aber ich verstehe viel von Musik, so viel wie Sie, wie alle, die hier anwesend sind. Und das war natürlich eine gewagte Aussage, ja, mit einem 24 Jahre, aber dann sagte er mir eines Tages in New York, sehr viel später, Teresa, Sie sind die beste Mezzosopran des Jahrhunderts. Möchten Sie jetzt die Hochzeit des Figaros in Salzburg singen? Dann habe ich alles vergessen. Er hat dirigiert und ich muss sagen, er hat einen Cherubin dirigiert. Das werde ich nie vergessen. Und darum habe ich auch diese Frage gestellt, weil ich diese Antwort wusste und ich freue mich darüber. Und wir hören jetzt von Händel die Alcina, die sie so oft und so gut gesungen haben, mit der Scottish Chamber Orchestra, Raymond Leppard dirigiert. Regie hatte Jorge Lavelli, Mio bel tesoro. Alcina, bitte. Thank you.
Der Regisseur darf Sie ganz interessiert besonders fragen, Ihr Verhältnis zum Regisseur. Sie haben den schönen Satz gesagt, entweder er überzeugt mich oder ich ihn oder ich gehe weg. Bueno, si ellos me dan sus razones, wenn Sie mir Ihre Gründe nennen, aber wenn Sie mir ganz einfach etwas auferlegen und etwas vorgeben, wenn Sie mich also überzeugen, dann bin ich bereit, mit, sagen wir mal, dem Mund nach unten zu singen. Aber wenn es sich nur um irgendeine spinnerte Idee handelt und wenn ich irgendwie singen soll, wie ich es nicht möchte, unter Bedingungen, die nicht gerade die angemessensten sind, dann, ja, dann diskutiere ich das mit ihm. Oder dann gehe ich auch mal. Sie bedauern das oft mangelnde Musikverständnis, was Regisseure haben. Und darauf dringen wir auch in unserer Akademie, dass die Regisseure eben nicht nur dramatischen Ausdruck, sondern auch Partituren lesen können. Nicht? Das ist ja wichtig. Sie haben besonders gut mit Ponell gearbeitet. Sie haben mit Fagioni gut gearbeitet. Sí. Aber wenn ich das so sehe, Zeffirelli, ja. Strehler, Ebert, Schenk, das war eine Reihe von Regisseuren, mit denen Sie gern und gut gearbeitet haben. Gab es auch einen, mit dem Sie nicht gearbeitet haben? Gut gehabt? Nee, wollen Sie nicht sagen, jetzt verstehe ich. Nein, von all denen, die Sie genannt haben. Ja, mit denen habe ich immer eine gute Beziehung gehabt. Ich habe aber nicht mit Ihnen gearbeitet. Das kommt noch. Wir haben ja eine Zukunft. Wir sind ja beide jung. Ja, natürlich. Das kommt ja alles später, noch. Gut. Nein, ich hatte keinerlei Probleme mit Ihnen, mit niemandem. Denn Sie haben auch immer die Musik respektiert. Und etwas Wichtiges ist, dass die Orchesterdirigenten häufig zu den Bühnenproben gekommen sind und dann haben sie zusammengearbeitet mit dem Regisseur. Das ist häufig heutzutage nicht mehr der Fall. Stimmen Sie dem rein? Ja, stimme ich zu. Sie waren nie fest an einem Opernhaus engagiert bei Intendanten. Wie war Ihr Verhältnis zu Intendanten? Sie waren nie festen Vertrag, Sie waren nie jahrelang an einem Haus. Sie haben immer wieder da und da gesungen, stimmt das? Ja, ich war nie fest engagiert. Erstens, weil ich eine sehr unruhige Person bin und ich glaube, es wäre sehr ermüdend für mich, für ein Jahr irgendwo zu singen und immer an derselben Oper zu singen. Ich ziehe es vor, zu reisen, an verschiedenen Opern zu singen, andere Städte kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Ich bin immer ungeduldig gewesen in meinem Leben. Bleiben Sie es. Ganz kurz, die Situation in Spanien. Madrid hat wieder eröffnet, Teatro Real ist geöffnet, Barcelona kommt es auch. Es gibt nur zwei Opernhäuser in Spanien, die Gewicht haben, nicht? Schade eigentlich. Ja, das ist bedauerlich, sehr bedauerlich. Das Teatro Real ist jetzt eröffnet und ist auch eine Oper und wird sicherlich sehr viel besser funktionieren, denn das ist ja jetzt eine neue Eröffnung. Ich weiß nicht, wann das Liceo eröffnet wird. Ich glaube, auch das wird gut funktionieren. Aber ich muss sagen, ich werde nicht glücklich sein, bis es in meinem Lande eine Oper in jeder großen Stadt gibt, wenigstens in den größten Städten. Sagen wir mal 15 Opern, in denen alle, die ganzjährig offen sind und zu denen die jungen Sänger auch Zugang haben. Das wäre mein Wunsch. Schön, dass Sie das sagen. Wir bemühen uns, diese Theaterlandschaft, die wir in Deutschland haben, mit 260 Theatern und 80 Opernhäusern zu erhalten und hoffen auch, dass nach den Wahlen das alles so weitergeht. Das ist ja ein wahres Wunder. Ja. Ist das Ihnen egal, in welchem Bühnenbild Sie auftreten und welche Kostüme Sie anhaben oder reden Sie damit? Nein, das ist sehr wichtig. Das Bühnenbild ist wichtig. Wir brauchen ja auch einen Klangmuschel, ein Klangbild. Und es ist wichtig, dass die Bühnenbildner auch an die Sänger denken. Die Stimme muss zum Publikum kommen. Und die Klangmuschel ist wichtig. Umso geschlossener die Bühnen sind, umso stärker kann die Stimme auch vorwärts dringen. Und die Kleidung ist auch wichtig. Sie können zu eng sein, sie können zu hochgeschlossen sein. Das ist wichtig. Man muss sich auch hübsch und sicher fühlen. Finde ich auch. Und die Bühnenbildner achten heute nicht so sehr darauf, dass die Akustik auch stimmt. Die hängen dann so Mullhänger hin und so weiter. Und es, wie Sie gesagt haben, es muss eine Klangmuschel sein, es muss klingen. Das ist richtig. Und Kostüme, ist Ihnen das? Achten Sie da auch drauf, was Sie anhaben? Sind Sie eitel? Ja, durchaus. Ich bin eitel, natürlich. Ich bin gerne schön angezogen. Ich fühle mich auch gerne sicher, gut gekleidet. Und wenn ich ein Kostüm und auch das Kostüm der Persönlichkeit trage, dann möchte ich diese Persönlichkeit auch empfinden.
Wie ist Ihr Verhältnis zum Publikum? Gut, schlecht, mittel? Sehr gut. Eine Beziehung, eine Liebesbeziehung könnte man beinahe sagen. Vor allem bei den Liederabenden. Das ist eine Art, Liebe mit dem Publikum zu betreiben. Ich liefere mich gänzlich dem Publikum aus. Aber ich muss auch das Gefühl haben, auch das Publikum muss dies empfinden. Ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinem Publikum. Haben Sie schon öfter ein Buh bekommen? Haben Sie öfter schon mal ein Buh bekommen? Hat das Publikum gebuht oder kennen Sie das Wort? Niemals. Schön. Ich glaube, ich würde sterben. Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen. Aber da capo haben Sie bekommen, um bei unserer Sendung zu bleiben. Da capo sie hecho. Jawohl. Ja, und da capo ist schwierig, denn nachdem man einmal gesungen hat, zum Beispiel in Bavia von Sevilla, eine Voce poco fa, dann ist es schwierig, irgendeine andere Stimmlage zu singen. Wenn ich so durchschaue, wieder einmal, nicht nur bei Dirigenten und bei Regisseuren, mit welchen Kollegen Sie gesungen haben, mit der Lorenga, mit Ciepi, mit Stratas, Placido, Freni, Tom Krause, Carreras, Victoria de Los Angeles, Janowitz, und auch Hermann Prey, der so plötzlich jetzt von uns gegangen ist. Aber eins müssen Sie uns erzählen, Ihr wirkliches Erlebnis war doch die Arbeit mit der Callas in Dallas. Haben Sie doch mit der Callas gearbeitet und sie hat Ihnen doch vieles gegeben. Wie war das mit der Callas, diese Arbeit? Ja, meine Beziehung zur Callas war die, die mich vielleicht am meisten geprägt oder beeindruckt hat. Ich hatte natürlich auch hervorragende Beziehungen mit den großen Künstlern, den großen Sängern, mit denen ich von Anfang an gesungen habe. In Barbier von Sevilla habe ich zum Beispiel Tito Gobbi und Boris Christoph als Kollegen. Und ich war vielleicht 25 Jahre alt. Das heißt also, ich war doch sehr jung und es war eine hervorragende Beziehung. Aber mit der Callas, mit Maria Callas, als ich nach Dallas kam, hat sie mich begrüßt, als wäre ich ihre kleine Schwester. Und vom ersten Augenblick an, als ich sie gesehen habe und sah, wie sie probte, Schritt für Schritt, jede Bewegung, jede Geste, jedes einzelne Detail, das war harte Arbeit. Und wenn sie dann auf der Bühne stand, dann war das alles so natürlich, so selbstverständlich. Das war wunderschön. Und wenn ich noch die Zeit habe, möchte ich sagen, es war wunderschön. Am Ende meiner Arie, als sie neben mir stand, haben so viele applaudiert und so nach. Ich war mit dem Rücken zum Publikum. Sie war so großzügig, dass sie mich umgedreht hat, damit ich also auch wirklich den Applaus sehe. Konnte. Das Dankeschön. War Maria Callas. Ich bekomme Zeichen, ich soll nicht so lange reden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte so gerne den Orpheus noch eingespielt. Aber nein, was werden Sie machen, wenn Sie nicht mehr singen? Kurze Antwort. Cantar. Singen. Ja. Ein wenig singen. Und vielleicht dirigieren. Ja. Ich kann natürlich viele Dinge tun. Ich könnte dirigieren. Ich bin nicht sehr scharf drauf. Ich möchte jetzt nicht Regisseurarbeit leisten, aber neben einem Regisseur zum Beispiel beratend tätig zu sein, um die Jungen zu beraten, die jungen Sänger, wie sie singen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Aber wir können nicht aufhören. Wir müssen den Barbier von Rossini hören. Die Arie de Rossina, Orchester Mailänder Scala, Abbado dirigiert, Barbier. Bier, Rosina, bitte. Farò giocare, farò giocare.
Ja, die Zeit drängt, Sie merken es, sonst hätten wir das so lange gerne gehört. Sie haben gesagt, Gesangslehrer sind so wichtig. Sagen Sie doch einen Rat, den Sie den jungen Sängerinnen und Sängern, die ihr alle zuhören. Was ist ein guter Rat einer erprobten Sängerin an die jungen Leute? Kurze Antwort. Sie sollten Musik studieren, vor allem in erster Linie. Sie sollten eine gute Technik natürlich haben. Sie sollten auch eine gute Wahl treffen, was ihr Repertoire anbelangt. Dankeschön. Und sie sollen sich nicht beeilen. Und eins war immer ihr Motto, nicht nur die Stimme, sondern das Werk erstrahlen lassen. Und einen Satz muss ich am Schluss setzen. Jeden Tag, den ich gesungen habe, tat ich in dem Bewusstsein, dass er der Letzte sein könnte. Wir hoffen, dass es noch lange nicht der Letzte ist, dass Sie noch viel singen, uns weiter erfreuen, wie Sie es bis jetzt schon getan haben. Herzlichen Dank. Muchas gracias. Besten Dank auch Ihnen.